Wie wir am Anfang gehört haben, Exxon hat letztes Jahr 45 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist leider nur der zweithöchste Gewinn in der Geschichte des Kapitalismus in einem Jahr von einem Unternehmen. Mit dem zweitgrößten wollen wir uns nicht zufrieden geben. Wir begeben uns auf die Suche nach dem heißesten Ort der Welt. Und wenn wir die Suche anfangen wollen, was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Thermometer. Das ist immer ganz gut, wenn man Temperaturen vergleichen will, dass man so ein Thermometer hat, genau wie hier, wo man die Lautstärke vergleicht. Da brauchen wir so einen, wie haben Sie es genannt, Applausometer. Auf jeden Fall hier stelle ich Ihnen vor, unser Thermometer geht so bis 100 Grad, das sollte, denke ich mal, erstmal reichen. Da kommen wir schon ganz schön weit mit. Fangen wir an, hier bei uns, ne, ist schon mal ziemlich warm hier, ich schätze mal so 25 Grad, vielleicht auch ein bisschen mehr. Vielleicht, wenn Sie noch ein bisschen mehr klatschen, wird das auch noch ein bisschen mehr. Aber ist schon mal ein ganz guter Anfang, wie Sie es nur denken können, das geht schon noch ein bisschen wärmer. Schauen wir mal nach dem heißesten Ort in Deutschland. Die offiziell heißeste gemessene Temperatur waren 40,2 Grad in Süddeutschland am 13. August 2013 zum Beispiel in Karlsruhe und Freiburg. Aber wenn man sich mal so ein bisschen auf der Welt umguckt,